Willkommen, ihr lieben zu einer weiteren Folge Let's Play Clash of Clans mit mir dem Thorsten und ja ihr habt seinen Titel gesehen äh, gesehen gelesen. Ähm, nicht bleibt gesund, sondern ähm, bitte habt etwas Geduld. Ihr müsst ein bisschen oh das ist ein bisschen laut, ihr müsst ein wenig geduldiger sein. Das sage jetzt nicht nur ich, sondern das kam ja auch schon glaube ich von höherer Stelle über dieses Wochenende und ähm, naja unsere kleine Kleine, aber feine Einschränkungen hält ja jetzt noch ein bisschen an, irgendwie so bis 20. April oder so, habe ich zumindest gehört. Aber das Update, denke ich mal, wird ein bisschen eher kommen, aber auch da haltet euch ein bisschen in Geduld. Die Folge kommt für euch auch zu einer eigentlich von mir aus ungewöhnlichen Zeit, weil ich auch nicht weiß, wann das Update kommt. Also ihr braucht auch in den Livestreams nicht unbedingt fragen, Toto, wann kommt das Update, ich kann es euch nicht sagen. Ich kann es euch nicht sagen, und, ähm, aber ich freue mich ähm, enorm, denn ich habe noch zwei Truppen, die ich euch vorstellen muss. Aber am Anfang habt ihr gesehen, mein Intro hat sich mal ein bisschen verändert, denn äh, die GML hat mich noch mal lieb gebeten, dort noch mal ein bisschen die Werbetrommel zu rühren. Da wäre ich der Letzte, der es nicht macht und hat schon ein bisschen Gänsehautstimmung, muss ich sagen. Toll gemacht. Also vielen Dank nochmal für das super, super eingespielte Video hier und wirklich ähm, toll gemacht. Beziehungsweise ähm, gut auf diese Liga, auf die Gladiatoren oder auf dieses Gladiatoren-Turnier hingewiesen. Nochmal, also, ähm, Link ist in the description below zum Server, zum Discord, wo ihr euch noch anmelden könnt. Und dann hoffe ich mal, dass das dann auch den allerletzten Clash of Clans Spieler erreicht. Aber ich rühre in dieser Woche nochmal die Werbetrommel für etwas anderen. Aber das wollte ich jetzt nicht immer alles in einer Folge machen. Ich denke mal, eine Sache reicht auch. Und äh, ich hatte es versprochen, ich habe es gemacht. Also alles, Tutti, haltet euch beziehungsweise halt nicht haltet euch bedeckt, sondern ähm, seid geduldig, was da noch auf uns zukommt. Aber vor allen Dingen kommt das Update auf uns zu und ich muss sagen, auch wenn ich so ein bisschen pessimistisch geklungen habe in dieser Woche, was die neuen Supertruppen angeht, ähm, ich glaube die Supertruppe da über mir, die ist mal richtig cool animiert, oder? Da war ich doch sehr, sehr überrascht, muss ich sagen. Da war ich doch sehr, sehr überrascht, denn die Super-Mauerbrecher, die sind schon mal nicht ganz ohne. Also, back, back to Mauerbrecher. Und ich kann mir auch vorstellen, dass der eine oder andere, alter, was war das, ein Oberkirche vom, vom Juli, meine Herren, ähm, zu den Mauerbrechern zurückkehrt. Wenn es nicht zu den Super-Mauerbrechern sind, demnächst gibt es mauerbrecher Leute. Und das ist richtig krass. Ich zeige euch noch einen Angriff hier, denn wir haben noch so ein bisschen. Auch hier bei Spätzle mit Soße etwas Nachholbedarf, was so ein bisschen angeht, so auf dem Niveau hier zu spielen. Aber SMS spielt im Moment auch hart in der HCWL mit. Sie spielen die GML, glaube ich, auch mit. Ja, beim Clan The Disabled, da machen die das. Da ist das so eine kleine Kooperation. Und ähm, deswegen äh, freut es mich natürlich, dass sie äh, Soßen hier so erfolgreich mitspielen. Hab ich, ist so ein bisschen an mir vorbeigegangen, weil ich nichts zeigen konnte oder ich habe nichts gezeigt was deren Spiele angeht in der Liga, aber sie sind ganz, ganz vorne mit dabei, das kann ich euch sagen, ganz, ganz vorne mit dabei. Und ähm, freut mich natürlich hier für die, für die Jungs und Mädels, dass das gut läuft. In der Liga, aber wie gesagt, die Gladi Gladiatorenliga nochmal, also meldet euch dort ruhig an. Und habt dort keine Scheu, ihr müsst, ihr müsst keine Angst haben, euch da anzumelden und euch dort zu melden für ein Team oder Suche-Team, habe-Team, weiß der Geier. Macht einfach mit, macht einfach mit. Denn ähm, es ist nicht unbedingt der, der Wille zum Erfolg, sondern es, es ist der Wille ja da, zusammen etwas zu erreichen, zusammen zu spielen, auch wenn es ja gegen andere ist. Man spielt ja zusammen. Und das ist ja im Moment in der heutigen Zeit unheimlich wichtig, dass solche Sachen funktionieren. Und deswegen macht das ruhig, habt da keinen Skrupel oder so, nach dem Motto: oh, da sind ja viel bessere. Ja, es wird immer einen besseren geben, aber. Es wird auch immer den geben, der vielleicht ähm, nicht ganz so gut ist und dann kann man sich sicherlich äh, Chancen ausrechnen, aber ich glaube, die, ähm, das, was man dort in jedem Fall mitnimmt, ist eine ganze Menge Erfahrung. Eine ganze Menge Erfahrung. Auch meine Wenigkeit spielt da immer noch nicht mit. Ich habe irgendwie keinen Max-Strater aus. Ähm, aber ich, ich kann mir vorstellen, dass wir mal wieder so ein bisschen was sicherlich etwas sehen werden und ähm, ich dann immer selber so als... Moderator, das ist nichts. Ich bin ja auch jetzt nicht so der Held oder der Heilsbringer, was die hohen Rathäuser angeht. Bei den kleineren geht das sicherlich schon. Oh, jetzt hatte ich gerade mal wieder die tolle Taste drin. Naja, egal. Aber ich gehe gleich nochmal kurz auf die letzten Update-News eigentlich ein. Also, ich hatte ja jetzt zwei Truppen nicht vorgestellt. Das, das Problem ist, ich habe keinen Creator-Account oder so. Beziehungsweise doch, ich habe einen creator Account habe ich, aber ich habe keinen Entwicklungsaccount. Ich kann euch die Truppen leider nicht vorher zeigen, wie sie denn ticken, etc. Und äh, muss mir das selber so ein bisschen bei anderen in Wort und Bild anschauen und kann es dann let letztendlich nur für mich so ein bisschen zusammenfassen, was ich davon halte und was meine Meinung ist und wie ich eigentlich dazu stehe, ob nun gut gesinnt oder nicht so gut gesinnt. Ist das immer schon meine Truppe gewesen? Ja, nein, vielleicht. Ähm, die ersten beiden Truppen, die ja vorgestellt wurden, waren auch wirklich nicht wirklich meine Truppen. Ihr seht das ja nochmal hier in den Events. Ähm, da oben ist die Zusammenfassung, aber die ersten Truppen, die ja vorgestellt wurden, das waren jetzt nicht so meine Truppen. Okay, die, vielleicht kann ich sie mir doch schön gucken, weiß ich nicht. Aber danach gab es ja ein Video über die Super Giants. Im deutschen Client gab es die News übrigens nicht. Aber es gab sie immer in den deutschen Twitter-Account, glaube ich, und im deutschen Wiki. Jeweils auf den Discords gab es die Informationen. Ähm, auch in Deutsch, aber hier die Information in Game gab es nur in Englischen. Da ist das irgendwo stehen geblieben bei der ESL Meisterschaften, bei den Deutschen meine ich. Und ähm, deswegen musste man sich immer so ein bisschen hierauf beziehen. Und es gab auch nichts in Game, sondern man musste hier schon gucken, dass ähm, man hier in die YouTube-Videos reinguckt und äh, die, die können auch als Mauerbrecher durchgehen, oder? Die Riesen können auch als Mauerbrecher durchgehen, meine Herren. Aber sie sehen auch schon gewaltig aus, kann man nicht anders sagen, mit dem mit dem extrem Schlagring, der jetzt nicht gegen Truppen schlägt, sondern erstmal gegen Mauern schlägt. Und dann natürlich gegen defensive Gebäude. Ähm, die finde ich sehr, sehr gut, <laughs> kann ich euch sagen. Die finde ich sehr, sehr gut. Dann gab es hier Live Norm Season. Die Finals, okay, danach gab es den Mauerbrecher, den seht ihr ja da oben. Oder den Mauerbrecher Roller. Wallbreaker Goes Boom. Jo. Ähm, ja, die machen natürlich extrem viel Schaden, kann man nicht anders sagen. Und ähm, auch da kann ich mir vorstellen, dass man die vielleicht irgendwie in so einer, in einer Blimp einsetzen kann, also im Zeppelin oder auch im Felsenwerfer, um, sage ich mal, den inneren Erdbebenzauber zu simulieren. Denn die können sicherlich dort auch ein paar Mauern aufmachen. Also wir werden sicherlich feststellen, dass es die Mauerbrecher demnächst auch als Spendentruppe wiederbelebt. Oder dass sie wieder belebt wird. Last but not least gab es heute, also heute am Sonntag, deswegen, ihr seht das Video sehr, sehr früh am Montag, nochmal so eine Entwickler-Account-Zusammenfassung des ganzen Updates. Da ging es natürlich auch um das Nachtdorf, dass dort ähm, immer Truppen verfügbar sind, dass der Clocktower nicht mehr alle sieben Stunden geht, sondern nur noch alle 22 Stunden und so weiter. Damit fing das Ganze eigentlich an und ging dann natürlich so ein bisschen Richtung Tagdorf rein. Mit den, ähm, ja, heute leider auch mit dem... Obwohl, ich weiß gar nicht, wo die Leute das herhaben mit dem yeti nerf Muss ich mich nochmal schlau machen. Die Jeti sollen angeblich nicht mehr so viel Schaden auf Rathäuser machen oder die Maiz, keine Ahnung. Das soll sicherlich den Yeti-Blimp so ein bisschen abschwächen, der ja im Moment sehr, sehr in aller Munde ist. Aber es ging doch vor allen Dingen, entschuldigt, um die Supertruppen, um die ganzen. Update, äh, Sachen, die dort billiger werden, Mauern, Gebäude etc., um die Sachen, die ab Rathaus Level 9 mit dazukommen, sei es der dritte Elixierbohrer, also der dunkle Elixierbohrer, oder ab Rathaus 11, dann die Supertruppenkaserne. Ist das eine Kaserne? Das sieht ja eher aus, hat, hatte ich die Tage schon gesagt, wie so eine finnische, wie so ein finnisches Saunafass oder so. Ähm, kommen ja dazu und ähm, da bin ich gespannt, was in jedem Fall auf uns zukommt. Also. Mal sehen, kommt es heute? Ich habe heute Stimmen gehört. Ja, es soll am Montag kommen, aber ich bin mir jetzt nicht so ganz so sicher, ob es wirklich am Montag kommt. Noch vor dem Wechsel des Passes, beziehungsweise einige haben ja, das habe das hab ich jetzt nicht, haben sich ja hier die Belohnung noch aufgespart, weil sich ja auch hier etwas ändert bei den Clanspielen, bei den Rewards, wenn man sie aufnimmt, dass gleich alles in Juwelen umgewandelt wird, wenn du das noch in entsprechender Menge in deiner Treasury. Hast. Und ähm, ich bin wirklich mal gespannt, was hier auf uns zukommt. Also, auch mit dem Account hier äh, bin ich da natürlich sehr, sehr gespannt. Es kommt ja einiges auch wieder auf mich zu. Vermutlich habe ich es mal wieder nicht geschafft, das Update äh, bis zum nächsten Update hier durchzuspielen. Ist aber nicht so schlimm. Es sind nur noch ein paar Bomben und ein paar Mauern. Das können wir, glaube ich, verschmerzen. Da müssen wir halt mal wieder ein, zwei Lügen droppen, damit wir dann auch mit den, na, mit den Sneaky Goblins hier losziehen. Also, Seid gespannt, ich hoffe, ihr bleibt am Kanal so ein bisschen dran. Also haltet euch in Geduld, dann geht das Ganze schon. Bleibt gesund, bis dahin, euer Toto. Clash.